Heute möchte ich mal über dieses Mindset reden und dieses Glaubensmuster. Wenn du willst, dass es in Erfüllung geht, darfst du es niemandem erzählen. Ja, ich hoffe, dass mit dem Mikrofon geht. Ich sitze hier am Meer. Warte, ich zeig's dir kurz. Ich sitze hier am Meer in Costa Rica. Ich bin Eva Beer und abonniere gerne diesen Kanal, wenn du von mir inspiriert werden möchtest, groß zu träumen im Business und im Privaten. Und ich bin meinem Herzen gefolgt und meinem Traum und bin, ich kann einmal drehen, nach Costa Rica ausgewandert mit Kind und Kegel. Ja, und möchte jetzt gerne mit dir mal über dieses Glaubensmuster sprechen. Wenn du möchtest, dass es in Erfüllung geht, darfst du es niemandem erzählen. Ja, ich wollte gerade ein Video drehen über meinen Traum hier mit Costa Rica, was mein Traum ist von Costa Rica, was ich schon verwirklicht habe und was noch fehlt. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist ganz schön schwer, über Träume zu reden. Es ist ganz schön schwer für mich, über das zu reden, was noch nicht da ist. Und dann habe ich nochmal da so reingespürt, weil ich gehe den Dingen immer gerne auf den Grund. Ich akzeptiere das nicht so, wenn mich irgendwas einschränken will. Und dann habe ich mal so reingefühlt und habe gemerkt, wow, da steckt ganz tief dieser Glaubenssatz, wenn du dir etwas wünschst, darfst du es niemandem sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. Und das ist ja dieses, wenn man zum Beispiel sich einen Wunsch hat, ne? Und sich das wünscht, einen Geburtstag zum Beispiel, ist das ja so der absolute Standardspruch. Ja? Das darfst du niemandem verraten, den Wunsch. Und vielleicht gibt es Gebiete, in denen das vielleicht auch stimmt. Aber ich biete ja Workshops an, Live-Workshops, in denen indem du dir ein Vision Board erarbeitest für dein Business, wenn du Unternehmerin bist. Und die möchten, können das dann auch teilen am Ende, was ihr Traum ist. Ja? Und ich mache das ganz bewusst so, denn wenn du niemandem erzählst, was du brauchst und wenn du niemandem erzählst, wo du hin willst, können die dir auch nicht helfen, ja? Ganz einfach, ja? Und wenn du aber teilst, was du brauchst und wenn du teilst, was dein Traum ist, werden andere davon auch angezogen, ja? Das wird ganz magnetisch. Vor allen Dingen, wenn dahinter auch ein Traum steht, der ein bisschen größer ist, der vielleicht sogar auch für die Gesellschaft ein Traum ist. Ja? Also der jetzt nicht nur, also Träume für uns und unser Privatleben sind auch super wichtig, aber vor allem, wenn es Träume sind mit deinen Werten oder ein größerer Traum, was du erreichen möchtest in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft, gerade dann zieht es auch schnell andere Menschen an und die dann vielleicht auch sogar eine Idee haben, die vielleicht dann auch sagen, oh, hör mal zu, da habe ich die und die Idee. Oder der und der könnte dir helfen. Ich kenne da jemanden, der könnte dir helfen. Ja? Und deswegen möchte ich dich auch mal so ein bisschen herausfordern, diesen Glaubenssatz in Frage zu stellen. Man darf es niemandem erzählen, weil wenn du es jemandem erzählst, dann geht es nicht in Erfüllung. Ja? Vielleicht ist es genau andersrum. Ja? Vielleicht geht es in Erfüllung, wenn du es den richtigen Menschen, die auch positiv sind, die offen sind, die auch groß denken, ja? Wenn du das denen erzählst. Ja, abonniere gerne diesen Kanal. Ich bin Eva Beer. Ich versuche dich hier zu inspirieren, groß zu denken, groß zu träumen, deine Glaubensmuster herauszufordern, dich nicht einschränken zu lassen von ihnen. Abonniere gerne diesen Kanal, wenn du mit bei dieser Reise dabei sein möchtest. Schreib doch gerne auch mal in die Kommentare, ob du das kennst, diesen Satz. Na, das wird ja ganz typisch immer so zum Geburtstag gesagt. Oder ob du dieses Glaubensmuster auch hast. Fällt es dir denn leicht, deine Träume zu teilen? Schreib es doch einfach mal in die Kommentare. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, die Eva.